Hallo meine Lieben, seid herzlich gegrüßt auf diesem wunderbaren YouTube-Kanal Seelenliebe 22. Mein spiritueller Name ist die Arizonia und ich begrüße dich, euch und auch all die Neuen, die hinzugekommen sind, ganz, ganz von Herzen. Schön, dass ihr hier seid, dass du da bist. Und ich wechsle jetzt auf das Du über, das macht es einfach leichter und einfacher auch mit euch in Kommunikation, in Kontakt zu sein. So, dass ihr Bescheid wisst, ne? Ja, ihr Lieben, ich habe gerade einen Impuls enthalten, noch, was heißt noch, eine Frage, die aufgekommen ist. Und zwar nutzen wir die Frage, was steht zwischen dir und deinem Herzensmenschen? Mit dem Herzensmenschen meine ich die Dualseele. Also was steht zwischen euch beiden? Und da wollen wir einmal mit den Lenormand-Karten reinschauen. Ich nehme auch das Handbüchlein mit zur Hand. Und bei Bedarf werde ich da reingucken, wenn ich den Impuls habe, dass ich da noch weitere Informationen für euch mit rauslesen kann. Und dann schauen wir jetzt mal rein, was steht zwischen dir und deinem Herzensmenschen? So, was steht zwischen euch? Seid ihr gespannt? Spinnens, also lasst uns reingucken. Liebe lichtvolle geistige Welt, was steht zwischen dir und deinem Herzensmenschen? Was steht zwischen euch? Liebe, Liebe, kommt mir da rein. Das fängt ja auf jeden Fall mal positiv an, ja. Hier sehe ich ja auch ein Loch im Herzen, so könnte man das auch sehen. Die Frage ist jetzt, ist da ein Loch im Herzen? Fehlt da etwas im Herzen? Oder seid ihr fall in love? Also nicht fall in love wie im Englischen, dass man in die Liebe fällt, sondern fall in love mit V-O-L-L, also voll in der Liebe sozusagen. Ja, das ist jetzt die Frage. Schauen wir mal weiter. Wir wollen ja wissen, was steht zwischen euch? Das ist ja jetzt hier, ist es die volle Liebe oder ist es die fehlende, ein fehlendes Stück des Herzens? Gibt schon Antwort, liebe lichtvolle geistige Welt. Was steht zwischen euch? So, beide nehmen. Wir haben hier einmal das Universum. Da gucke ich mal gleich mal ins Büchlein rein, was mir da dann so zukommt. Und bevor wir uns die dritte Karte, die Blumen, anschauen, die ja für eine Einladung stehen, eine Überraschung. Und da schauen wir mal, was zwischen euch steht. Also beim Herz ist ja auch so die Deutung, die Verliebtheit, die Zuneigung. Also an sich ist das Herz sehr, 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 sehr positiv. Ne? Mit der Verliebtheit, der Liebe und der Zuneigung. Wir wollen ja schon die Karten so deuten, wie sie natürlich auch die Ursprungsbedeutung haben, und intuitive Deutung lasse ich natürlich aber auch mit einfließen, wenn ich da was extra oder zusätzlich wahrnehme. Ja, Bewusstsein, göttliche Fügung, da kommt mir gleich rein, dass diese Liebe göttliche Fügung ist, steht für Enthüllungen, Desillusionierung, Blockaden lösen, göttliches Timing. Also mir kommt es hier tatsächlich positiv rein. Die Liebe, Verliebtheit, Zuneigung, das ist göttlich gewollt. Und dann haben wir die Blumen, die ja für eine Einladung, eine Überraschung stehen.
Jetzt schaue ich mal noch, was denn noch eine Deutung wäre, die jetzt erstmal vom Büchlein noch mitsteht. Ja, steht auch für Besuch, für Freude, für ein Geschenk, für etwas Schönes. Ja, dass eure Liebe etwas Schönes ist, göttlich gewollt. Also bis jetzt mega, mega positive Karten. Es könnte natürlich für den einen oder die andere ein Besuch anstehen. Freut ihr euch? Also bis jetzt haben wir hier mega, 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 mega positive Energy hier im Kartenbild, so wie ich das hier sehe. Und ja, von allen Deutungen, Bedeutungen, die für jede einzelne Karte auch gelten, sind alle Deutungen jetzt sehr, sehr positiv zu sehen. Da sehe ich, fühle ich, spüre ich jetzt auch und höre ich auch gar nichts anderes. Also ja, so wie ich das euch jetzt gerade gesagt habe. Wir fragen nochmal, was steht zwischen euch? Was seid ihr gespannt? Ich bin ja mega gespannt. Ich soll mit euch aufs Unterdeck gucken. Zeige es euch zuerst. Aha, wir haben die Sense. Also etwas könnte plötzlich geschehen. Ich soll es auch hinlegen. Und zwar aber nicht erschrecken. Die Sense schlägt nicht in die Einladung, die Überraschung und den Besuch rein, sondern wir werden gleich sehen, was die Sense eventuell nimmt. Die Sense kann auch für eine Ernte stehen. Liebe Engel, liebe lichtvolle geistige Welt, wie die erste Frage, was steht zwischen euch? Wo rein hackt die Sense? Was hat das zu bedeuten? So, die erstmal. So, jetzt muss ich ja erstmal nochmal in das Büchlein gucken, welche Botschaft nämlich die Flügelchen noch haben, außer auch göttliche Führung, die Engel um Hilfe bitten, Ereignisse, Wunder und Signale. Ja, das ist hier die Zusatzkarte dafür, dass wir das auch verstehen. Und zwar das Haus. Kriegt da was mit Signal rein? Ist das jetzt positiv gemeint? Die Sense zeigt ja mit der scharfen Kante auf die Signale. Ah ja, jetzt kommt es mir rein. Also, dass plötzlich Signale auftauchen und die Zusatzbotschaft ist das Haus. Also, was mit dem Zuhause zu tun haben kann. Und auch hier wollen wir natürlich alle Deutungen, Möglichkeiten, die hier für das Haus, das steht für Stabilität, Schutz, Sicherheit, Fundament. Also mir kommt hier rein, dass plötzlich Signale kommen, wie eine Stabilität, so ist es, und ein Schutz, eine Sicherheit in Bezug auf diese Liebe reinkommen kann. Steht auch für Fundament, für dauerhaft, für Zuhause, Privatleben, Familie. Also, das ist jetzt in diesem Falle, die Sense könnte auch für die Ernte stehen, dass jetzt eben auch eine Ernte eingefahren wird. Hier mit den Flügeln, die auch für Wunder stehen, dass jetzt eben Wunder auch geerntet werden in Bezug auf das Zuhause, auf Stabilität, aufs Fundament, auf eine Sicherheit im Privatleben. So ist das, bekomme ich gesagt. Also hier mega, mega positiv, aber mir kommt es rein, dass es mehr für die Plötzlichkeit reinkommt, dass plötzlich Signale kommen, dass du, dass ihr Signale erhält, was sich positiv aufs Zuhause, auf die Stabilität, auf die Sicherheit und auf ein Privatleben, euer Privatleben auswirkt.
Wir dürfen mal weiterziehen. Die Mut, die Stärke. Wir haben hier den Bären. Mir kommt hier rein, dass ihr beide den Mut, die Stärke, die Kraft jetzt habt, auch für diese Liebe zu gehen. Ja. Auch sehr, sehr positiv, weil es ist wirklich eine kraftvolle Karte. Der Bär ist ja wirklich was Starkes, was Kraftvolles, was, ja, was auch, was mutig ist, ja, für diese Liebe. Dann haben wir den Traumfänger. Und der Traumfänger, ich wiederhole dann gleich nochmal alles, der steht ja für Träume. Also, dass ihr eure Träume, dass ihr mutig seid, eure Träume jetzt zu leben, eure Visionen umzusetzen, eurer Intuition zu folgen. Wow, das ist so, so positive Karten hier auf diesem Tisch und Deck. Das ist ja mega, mega, mega positive Vibes, mega Energy, mega Energie wirklich hier. Was steht zwischen euch? Zwischen euch ist, ich kann es nur positiv deuten hier. Sogar die Sense, da kommt es mir wirklich als Plötzlichkeit rein, ja. Zwischen euch ist die Zuneigung. Die göttlich gewollt ist, die das göttliche Fügung ist, ja, was eine Einladung, eine Überraschung, ein Besuch könnte anstehen. Und was plötzlich kommt, sind auch Signale, Signale aus dem Universum, was mit eine positive Auswirkung auf die Stabilität, Sicherheit, auf das Zuhause hat, auf das Privatleben von euch. Und der Bär steht eben für Mut, für die Stärke, jetzt auch die Kraft, die eigene Kraft zu leben und die Träume, die eigenen Visionen zu leben. Wow, die unterste Karte noch. Da haben wir das Zepter. Ja, du hast das Zepter in der Hand. Jetzt aber auf die Frage. Also ich sage jetzt noch kurz was zum Zepter. Du bist sozusagen König, Königin deines eigenen Lebens, deines eigenen Zepters, die oder der Erschaffer deines Lebens. Sehr, sehr positiv auch, mega. Du hast die Macht, ja, die Kraft, ja, auch hier der Bär, diese Träume und Visionen umzusetzen, die du in deinem Herzen trägst, ja. Ja. Die du in dir hast, da die Vision, die Wünsche, was du dir vorstellst. Wow. Und auch hier schauen wir mal noch, ob ich noch einen Impuls erhalten kann. Was das Zepter noch betrifft. Ja, also nehme dein Zepter selbst in die Hand, ja. Du hast die Macht, die Würde und es bringt auch Reichtum mit sich, diese Visionen, wenn ihr die durchsetzt, wenn ihr die durchbringt. Steht auch grundsätzlich für einen Glücksbringer, das Zepter. Wow, das ist echt mega, 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 mega positive Botschaften hier. Also noch eine Karte dürfen wir. Ja, die obere soll ich jetzt gerade weiterziehen. Und da haben wir die Harmonie, das Frieden, das Glück, die Sexualität, die Anziehungskraft. Also wieder eine weitere positive Karte. Wow, so, so schön. Was steht zwischen euch? Frieden, Glück, Harmonie, Anziehungskraft, Sexualität, Familie. Und mehr braucht, kann ich dazu jetzt auch gar nicht sagen. Das ist so, so positiv, was hier liegt. Ich glaube, wir haben jetzt fast alle positive Karten aus dem Lennemore 2.0 Deck rausgezogen. Und ja, da mache ich jetzt auch einen Punkt für diese Legung. Ich hoffe, ich wünsche mir, dass ihr hier mit in Resonanz gehen könnt, dass euch diese Legung gefallen hat und zeigt es mir gerne mit euren Däumchen hoch. Hinterlasst auch super gerne einen Kommentar. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Die Arizona.
Bye bye.